Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Ja, wir haben eine schreckliche Woche hinter uns, wenn man so will. Unsere Lieblingscoins sind fast alle im roten Bereich. Und die Frage, die sich vielen von uns stellt, ist, wieso ist das so? Was hat das Ganze damit zu tun, dass es jetzt in Zukunft irgendwelche Änderungen geben soll bei Bitcoin? Man hört es vielleicht so ein bisschen oder man liest es irgendwo und man findet immer wieder einige Begriffe, doch wir können sie meistens nicht zuordnen. Und deshalb habe ich mir in den letzten Tagen die Aufgabe gemacht, diese ganzen komplexen Themen mal für euch zusammenzufassen. Und ich versuche in diesem Video und in dieser Präsentation das ganze Thema und die Begriffe wie Segwit, BIP 148, UASF oder aber auch Segwit 2X so zu erklären, dass es möglichst jeder von euch versteht. Das kostet natürlich ein wenig Zeit. Deshalb seht es mir nach, dass ich in den letzten Tagen nicht jeden Tag ein neues Video hochgeladen habe. Dafür ist das hier meiner Meinung nach umso informativer. Und sie starten einfach mal direkt und gucken uns mal an, was sich dahinter verbirgt und inwieweit diese Begriffe etwas mit dem Bitcoin als Kursveränderung zu tun haben. Ja, also generell vielleicht erst einmal die Problematik, die wir generell beim Bitcoin haben. Auch wenn man sich nicht so tiefgründig mit dem Bitcoin befasst, sollte man schon mal das Wort Blockchain gehört haben. Und die Blockchain ist prinzipiell das Herz des Bitcoins. Hinter der Blockchain-Technologie steckt eigentlich das ganze Geheimnis. Und diese Blockchain ermöglicht es, dass Daten von A nach B transportiert werden können. Das können Bitcoins sein, das können irgendwelche Skripte oder Informationen sein. Fakt ist, die werden kryptisch verschlüsselt und können von A nach B gelangen, sodass kein C oder D der Eingriff oder Einblick drauf hat. Ja, dieser Block, wenn man so will, es gibt A, es gibt B und dazwischen ist dieser Block, den füllt A mit Informationen und B entleert diese Informationen. Dieser Block hat immer die gleiche Größe und zwar ist der Block aktuell einen MB groß. Das heißt, wir sprechen von einer Block-Size, von einer Größe des Blocks von einem MB und das ist auch aktuell die maximale. Also wir können nicht mehr als ein MB pro Block nutzen. Im Gegenteil, es ist überall nur ein MB vorhanden. Somit haben wir auch eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, wie viele Transaktionen wir in einem gewissen Zeitraum durchführen können. Und aktuell wird es in einem 10-Minuten-Intervall gemessen. Und wir können bis zu 4200 Transaktionen in diesen 10 Minuten durchführen weltweit. Das hat bis vor kurzem, sagen wir ungefähr bis vor eineinhalb Jahren, hervorragend geklappt, denn es gab durchaus Transaktionen, aber eben nicht in so großem Stil. Mittlerweile hat der Bitcoin nicht nur einige, sondern eigentlich schon so relativ viele Herzen erobern können. Und viele Menschen beschäftigen sich mit der Anlagestrategie, dass man in Bitcoin investiert. Oder aber auch, man nutzt den Bitcoin wirklich aus eigenen Interessen und Fakt ist, wir haben extrem viele Transaktionen, die dazugekommen sind. Das heißt, wir sind aktuell mit 4200 Transaktionen in 10 Minuten ja deutlich zu weit hinten. Ja. Das heißt, die Blockchain wird sehr langsam, es kommt zu Staus, es kommt dazu, dass eben auch Miner Schwierigkeiten bekommen mit den Minen. Das ist alles sehr, sehr lang und das führt zu einer großen Unzufriedenheit und vor allem auf mittelfristiger oder langfristiger Sicht würde das irgendwann ein K.O. bedeuten. Deshalb gibt es natürlich viele, viele Lösungsvorschläge, die auch von allen Seiten durchdacht werden. Sowohl von den Minern, als auch von den Usern, als auch von irgendwelchen neutralen Menschen und Stellen. Und es gibt da natürlich auch offizielle Vorschläge. Und diese offiziellen Vorschläge werden BIP genannt. Wir hatten eben vorne das Wort BIP 148. Kurz gesagt, BIP steht für Bitcoin Improvement Proposals, also sowas wie offizielle Bitcoin-Verbesserungsvorschläge, wenn man so will. Und aktuell sind wir bei dem Vorschlag BIP, also bei dem Bitcoin-Vorschlag 148. Und der ist dazu da, um die Blockchain und die Problematik dahinter zu verbessern. Jawohl, es gibt zwei finale Vorschläge. Vorschlag 1, meistens oder die Partei, die sich für den Vorschlag 1 einsetzt, sind meist große Miner. Große Miner haben natürlich extremes Interesse daran, dass sie möglichst viel minen können, möglichst viele Daten minen können. Und sie sind dafür, dass die aktuelle Block-Size von einem MB komplett aufgehoben wird und man selbst sich aussuchen darf, wie groß der Block sein wird, also eine frei wählbare Blockgröße. Und sie fordern eine unlimitierte Größe an Block-Size. Das heißt also, man kann 1 MB, 100 MB, 500 MB, alle möglichen Blockgrößen wählen, um seine Informationen von A nach B zu transportieren. Dieses Team, wenn man so will, also diese Menschen, die gleichen Gedanken verfolgen also
den sogenannten Bitcoin Unlimited Kurs. Sie wollen, dass es zukünftig Bitcoin Unlimited gibt. Das heißt, dass der Bitcoin-Block deutlich größer werden kann. Und das spielt Ihnen natürlich in die Karten. Denn der große Vorteil für Sie wäre, dass Sie deutlich schnellere Transaktionen und größere Mengen transferieren können. Und das führt natürlich dazu, dass man mehr Geld verdienen kann. Nachteil ist, diese großen Miner würden dann aber auch so ziemlich die einzigen sein, die fast unbegrenzte Größen erschließen und finden können. Denn sie haben nur die Hardware, also sprich die Grafikkarten, die CPUs und die großen Werke und den günstigen Strom in Island als Beispiel, um diese Aufwände einfach durchzuführen, um weiter minen zu können. Das führt dazu, dass die ganzen kleinen Miner mittel- oder langfristig nicht mehr am Markt sein werden, weil sie einfach keine Chance haben. Und somit würde es dazu führen, dass einige große Miner praktisch eine Zentralisierung vornehmen und sie entscheiden, was am Markt passiert. Und genau das würde ja die Grundidee des Bitcoin einfach in Frage stellen oder die Grundidee der Blockchain so nicht mehr aufgehen lassen. Ja? Das führt also dazu, dass wir ein Problem haben, dass wir nicht Zentralisierung wollen. Denn das ganze Thema, was diese ja da vorgenommen haben, ist komplett unerprobtes Terrain. Also wissen wir gar nicht, wie es ausgeht. Und es hört sich vielleicht gut an, wenn man ein großer Miner ist, aber generell führt das zu mehr Problematik als zur Lösung. Meine Meinung. Deshalb gibt es natürlich auch noch einen zweiten Vorschlag. Und dieser Vorschlag ist sozusagen von der Gegenseite, von dem Team, das auch den ursprünglichen Blockchain-Code, Bitcoin-Code entwickelt hat. Das Core-Team möchte so wenig Veränderung wie möglich als Lösung, weil man natürlich nicht aus Spaß diesen Code kreiert hat. Der sollte schon bombensicher sein. Und also wird vorgeschlagen von Ihnen, dass Sie den bestehenden Block, den wir haben, bei einem MB belassen, aber Sie wollen ihn effektiver nutzen. Und wie man den effektiver nutzen kann, das wäre jetzt im Detail so kompliziert, dass selbst ich es nicht verstehen könnte. Aber ich will es mal einfach zusammenfassen. In jedem Block gibt es unter anderem einen kleinen Teil darin, kann man sich für so ein Würfelchen vorstellen. Und dieses Würfelchen hat die Aufgabe, als Zeuge zu agieren, als Witness. Ja? Und Witness prüft, ob die Blockinhalte in diesem Block normal sind oder nicht. Also eine ganz einfache Aufgabe. Jeder Block von einem MB hat ein kleines Würfelchen drin und dieses Würfelchen sorgt dafür zu prüfen, ob der Block generell gesund ist oder nicht. So, und diese Witness soll zukünftig entfernt werden. Das heißt, der Block an sich verändert seine Größe nicht, aber der Inhalt, also dieser kleine Würfel, wird herausgenommen und dadurch hat der Block plötzlich mehr Möglichkeiten und kann effektiver genutzt werden. Und dieses Herausnehmen, also dieses Entfernen, nennt sich im Englischen Segregate. Und wenn man den Witness, also diesen Zeugen, diesen kleinen Baustein entfernt, hat man sozusagen ein Segregated Witness. Und das ist kurz der Name SegWit. SegWit ist also nichts anderes als der Vorschlag des Core-Teams, dass man sagt, okay, auch wir wollen eine Verbesserung der Blockchain, aber wir wollen nichts Großes verändern, sondern wir wollen einfach das bestehende Modell optimieren und möchten einfach, dass der Block besser genutzt werden kann. Durch die Entfernung kann er also effektiver genutzt werden und die Transaktionen werden beschleunigt, also hat man das Problem gelöst. Der Vorteil ist also, generell gibt es wenig Veränderungen und alles bleibt im Prinzip so, wie es ist. Es wird nur der Block effektiver genutzt. Der Nachteil ist, wir haben hier nur eine temporäre Lösung. Denn auch wenn wir dieses Volumen jetzt besser nutzen können von einem MB und vielleicht mehr Transaktionsdaten transportieren können, wird das auch nur kurzfristig eine Lösung sein. Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Bitcoin immer attraktiver wird und immer mehr massentauglich wird, wird es auch hier nur eine Frage der Zeit sein, bis auch wieder dieser zusätzliche Teil, den man jetzt freigemacht hat, eigentlich auch wieder nicht ausreicht. Ja, dementsprechend nun die Frage, was also tun? Ja, die einen wollen unlimitiert, die anderen wollen ein bisschen mehr, aber so richtig gelöst ist das Problem noch nicht. Und jetzt kommt die Lösung, die man immer hat, wenn man sich nicht ganz sicher ist in einer Demokratie, dann gibt es eine Abstimmung. Die einen sind dafür, die anderen dafür, also wird abgestimmt. Um SegWit zu aktivieren, also um diese ja, kleine Veränderung durchzuführen, dass nur der Block herausgenommen wird, der Witness, um eben den einen MB-Block mehr zu nutzen, müssten 95% der Miner dafür sein und ihre Software aktualisieren. Denn ein Update heißt automatisch, ich bin dabei.